Ja, vielen lieben Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich ja, als ich den Antrag gelesen habe, dann auf die TU geschaut habe, zuerst gefragt, warum Block 2 bei diesem Antrag ist jetzt, und ich sage kein großer Unterschied zu ganz vielen anderen Anträgen, die auch schon gekommen sind. Dann war es mir aber relativ klar, Block 2, 16 Minuten Redezeit für die CDU, Top 1, allerbeste Sendezeit. Da können Sie wieder alle Phrasen rausholen, die Sie immer hier dreschen bei solchen Sachen. Zahlen der PKS wahllos in den Raum werfen und einen völlig falschen Kontext bringen. Ich finde das gerade bei diesem Thema ehrlich gesagt schade, weil das Thema an sich eines ist, über das man ja durchaus diskutieren kann. Ja, über das Thema kann man beispielsweise, wirklich nur ein Beispiel, von dem Hintergrund der aus meiner Sicht sehr niedrigen Bewerberzahlen bei der Polizei diskutieren. Es gibt bestimmt immer viele junge Menschen, die sich sagen, Polizei ja gerne, aber zur Hundertschaft möchte ich nicht. Gut, ich meine, dass die Arbeit eines Kriminalbeamten dann in der Wirklichkeit wahrscheinlich doch etwas anders ist als im Fernsehen, das wissen die nicht, vermutlich nicht, aber das erfahren die erst später, dann haben sie schon. Von daher wäre es vielleicht ganz interessant, aber vor diesem Hintergrund könnte man zum Beispiel darüber diskutieren, aber nicht vor dem Hintergrund, den Sie hier in Ihrem Antragstext darlegen. Ich meine, das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich muss es noch mal betonen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, was Sie mit diesem Antrag sagen? Das ist schon eine gewagte These, die ich gerade von der CDU so nicht erwartet hätte. Also implizit sagen Sie ja schon, dass alle Kriminalbeamten, die seit 1995 ausgebildet wurden, aufgrund ihrer schlechten Ausbildung durchweg schlechte Arbeit leisten und dass diese Beamten daher für die schlechten Aufklärungsquote verantwortlich sind. Wow. Ich meine, Kritik an der Polizei von der CDU, das ist an sich schon mehr als beachtlich, aber dann gleich so undifferenziert. Da haben sich wohl gedacht, wenn schon, dann hauen wir mal richtig, dann lassen wir es mal richtig krachen. Ja? Also, ich meine, nicht falsch verstehen, Sie haben schon recht dahingehend, dass hier über Jahre etwas falsch läuft. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und dass insbesondere diese Landesregierung, vor allem dieser Innenminister hier, mit seinen tollen Ideen und Maßnahmen immer häufiger so richtig tief ins Klo greift. Ja, ja, selbstverständlich, Herr Minister, ich lasse Sie doch nicht aus. Alle kriegen hier Lob. Ja. Wie gesagt, dass dieser Minister immer richtig tief ins Klo greift. Ja, also oft schon wirklich Anschlag Oberarm, die Ideen, die er manchmal hat. Allerdings sehe ich das trotzdem ein bisschen differenzierter als Sie, liebe CDU. Ich denke nicht, dass die niedrige Aufklärungsquote an schlechter Arbeit von schlecht ausgebildeten Kriminalbeamten liegt und sich die Kriminalpolizei nicht, wie Sie es in Ihrem Antrag schreiben, zunehmend entprofessionalisiert. Ich glaube vielmehr, dass die Polizei als Ganzes und natürlich auch die Kriminalpolizei zunehmend einfach unter der Last der Aufgaben immer mehr zusammenbricht, dass es immer mehr Arbeit bei immer weniger Personal geleistet werden muss, dass immer mehr Aufgaben hinzukommen und die Beamten unter dieser Last natürlich auch immer kranker werden, wodurch kumulativ hinzukommt, dass wegen der immer größeren Zahl von Langzeiterkrankten letztlich noch weniger Beamte tatsächlich für den Dienst zur Verfügung stehen. Das ist ein Teufelskreis. Und es ist offensichtlich, dass dieser Innenminister für die vielen Personalprobleme bei der Polizei keinerlei Lösungen zu bieten hat. Er bekommt es einfach nicht auf die Kette, mehr junge Menschen für den Polizeiberuf zu interessieren, damit man bei der Personalauswahl auch endlich mal wirklich wieder von einer besten Auslese reden kann. Er schafft es nicht, die Krankenstände in den Griff zu bekommen, und er hat Angst. Er hat Angst, vielleicht auch mal mutige Maßnahmen zu ergreifen, um die Polizei endlich zu entlasten und ihnen Aufgaben auch mal abzunehmen. Und dabei liegen doch bereits viele gute Vorschläge auf dem Tisch. Die Gewerkschaften machen Vorschläge, die, und das muss ich betonen, für Polizeigewerkschaften fast schon revolutionär sind. Wir haben schon mehrfach Vorschläge gemacht, aber stattdessen setzt der Jäger immer wieder lieber darauf, seine eigene PR nach vorn zu stellen und missbraucht dafür die ohnehin schon knappen Ressourcen unserer Polizei. Aber, liebe CDU, das hat nichts damit zu tun, dass die Kriminalbeamten, die seit 1995 ausgebildet wurden, grundsätzlich schlecht arbeiten. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Also verbessern kann man ein System sicherlich immer. Und auch das System, das wir hier in NRW haben, ist bestimmt nicht die Patentlösung. Ja, das kann man darüber nachdenken, wo man es besser, welche Stellschrauben man stellt, keine Frage. Aber es ist doch eben nicht einfach nur schlecht, so wie Sie es hier darstellen. Es hat auch viele positive Seiten. Ich persönlich als Betroffener dieser Ausbildung, das möchte ich hier mal herausstellen, empfinde es beispielsweise als positiv, den Gesamtüberblick über die Polizeiarbeit zu haben. Wenn man als Beamter des Wach- und Wechseldienstes auch über Wissen der Arbeit der Kriminalpolizei verfügt, wenn man nicht, und das überspitzt sich jetzt ganz bewusst, in Anführungsstrichen, dass wenn man nicht wie ein Elefant im Porzellanladen durch den Tatort stapft, wenn man weiß, worauf man achten muss, wenn man weiß, wie man den Kollegen der Kriminalpolizei schon im ersten Angriff einen Großteil ihrer Arbeit abnehmen oder zumindest erleichtern kann.
Die Beamten des Wach- und Wechseldienstes sind in aller Regel immer die Ersten, die an einem Tatort ankommen. Und in den allermeisten Fällen sind es auch die Einzigen, die den Tatort jemals zu Gesicht bekommen. Denn in den meisten Straftaten des täglichen Dienstes kommt doch kein Kriminalbeamter zum Tatort. Das ist doch nicht die Realität. Und dann ist es doch gut, wenn ich weiß, worauf ich zum Beispiel bei der ersten Befragung vor Ort achten muss, welche Fragen ich stelle und welche besser nicht. Meine gute Arbeit vor Ort kann dem Kollegen bei der Kripo unter Umständen ganze Vernehmungen und damit verdammt viel Zeit ersparen. Aber das geht eben nur, wenn ich weiß, was er braucht. Und umgekehrt ist das nicht viel anders. Aber am Ende ist das System, nach dem man ausbildet, vermutlich eine Glaubensfrage. Die Länder, die Sie in Ihrem Antrag aufgezählt haben, die das anders machen, haben sich für einen anderen Weg entschieden. Wir haben uns hier in NRW für diesen Weg entschieden. Und wenn ich einfach mal all die Vor- und Nachteile, die die unterschiedlichen Systeme letztlich haben, gegeneinander abwäge, komme ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Schluss, dass unser System sicherlich nicht perfekt ist und dass es an der einen oder anderen Stelle auch verbesserungswürdig ist, keine Frage, letztlich aber im Grundsatz nicht geändert werden sollte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schatz. Für die